Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 End of Thieves. Ja, in der letzten Folge sind wir den Berg hier richtig hochgekraxelt und im Hintergrund, ich glaube man erkennt die Form auch schon, hat so ein bisschen eine Haiform, finde ich. Ja, und haben uns so ein bisschen mit unserer Frau ausgesprochen, mit der wir dieses tolle Abenteuer erleben durften. Moment, bevor wir da hochgehen, ne, hier hinten scheint nichts mehr zu sein. Mit der wir anscheinend auch schon andere Abenteuer erlebt haben. Aber wir wissen es nicht hundertprozentig. Wenn ihr die PlayStation-Version schon mal gespielt habt oder vielleicht das Let's Play gesehen habt oder ähnliches, dann dürft ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob meine Vermutung richtig ist. Na, ich brauche das Ding nicht, okay. Ob meine Vermutung richtig ist, dass wir ja mit ihr bereits Erfahrungen in Sachen Diebstahl, sage ich mal, haben. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Oder zumindest Abenteuerreisen. Ich könnte theoretisch auf die andere Seite springen. Ich könnte aber auch hier rüber. Da komme ich dann aber nicht übers Wasser rüber, oder? Ja, ich denke nicht. Ich versuch's mal hier. Wo ist meine Frau? Oh, egal, ich spring einfach. Nein! Achso, doch, ich komme hier hoch. Ah. Ich dachte schon. Schätzi! Schätzi! Schätzelein! Oh nein, sie ist im Wasser versunken. Sie ist weg. Können wir das Abenteuer wieder alleine machen? Sehr schön. Da hinten ist doch ein Toter, oder? Komme ich da hin? Oh, ganz allein hier? Sehr schön. 1. August 1718. Ich habe mich um Mitternacht von Eleanor und der kleinen Abigail verabschiedet. Sie haben sich den anderen Flüchtlingen an Bord der Swiftsure angeschlossen, auf der Suche nach neuen Ufern. Ich bete, dass ich bald wieder bei ihnen sein kann. Die Gründer haben mir alles genommen. Sie haben allen alles genommen. Oh, es ist zu früh am Morgen heute. Das bisschen Gold, das ich beisteuern konnte, ist nun weg. Oder befindet sich hinter den hohen Mauern von New Devon. Wir werden es bald erfahren. Bei Sonnenuntergang holen wir uns unser rechtmäßiges Eigentum zurück. Sie konnten uns nicht am Schatzhaus aufhalten, also werden sie es jetzt auch nicht tun. Meine liebste Eleanor, meine süße Abigail, sollte ich hier mein Wissen lassen, sollte ich euch enttäuschen, seid gewiss, dass ich nur unser Glück und unseren Wohlstand im Sinn hatte. Vielleicht könnt ihr dieses Ziel selbst noch erreichen. Ja, er wird es auf jeden Fall nicht mehr tun. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Da hinten müssen wir hin, also gehe ich mal stark da... Oh, wo kommst du denn jetzt auf einmal wieder her? Ich dachte, du bist schon verreckt. So, da kann ich... Aber ich kann doch auch springen, oder? Ist die Frage, muss ich da... Ich kletter mal sicherheitshalber. Also ich denke mal, dass ich da auch einfach rüber springen konnte. Aber es kann natürlich sein... ja, dass ich am Ende dann nicht mehr hochkomme. Genau, sowas in der Art. Hallöchen, Vogel. Es wäre nur schön, wenn ich hier was sehen würde. Ist alles so dunkel. So. Ich weiß, ich habe es extra dunkel gemacht. Oh, da war was. Also den Kleidern nach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab. Okay. Hallo? Wer ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Tja, ich würde jetzt fast sagen, es gibt Schlimmere. Wir müssen doch da hoch, oder nicht? Die rennt jetzt einfach so. Und nu?
müssen doch da hoch. Wieso rennst du denn jetzt da einfach vor? So geht das doch nicht. So, mal schauen. Echt jetzt? Nein! Wieso springt der Idiot nicht? Du sollst springen. Kann ich hier auch hoch? Na, das macht er natürlich nicht. Sorry, Kumpel. Nicht böse gemeint. Jetzt kannst du dann doch springen. Das ist schön. Da oben hängen auch wieder Leute. Okay, nur vom Parcours hat er immer noch keine Ahnung. Da hätte er sich nämlich bei abrollen müssen. Ja, danke. Schatz, wo bist du? Ich habe hier einen schönen Urlaubsort. Und damit sind wir dann in Kapitel 18, New Devon. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was, die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia, um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch, selbst für Piraten. Schatz, bist du sauer auf mich, dass du hier so durchwütest und die ganzen Sperre in der Luft herumwirbelst? Das macht mir Angst. Da vorne ist nichts. Gucken wir mal eben nach. Alle Ecken und Enden hier mal inspizieren. Hallöchen. Die Grafik ist ja einfach saugeil. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Kann man da... Kann man nichts mitmachen? Da hinten blinkt was. Ah! Sag mir bitte, dass es ein Schatz ist. Was? Sprichst du jetzt Latein? Danke, danke, danke. Ja, das durfte ich gerade nicht lesen. Und sie möchte es mir auch nicht übersetzen, okay? Genau. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Besonders, wenn man Avery ärgert. Stammt aus der Bibel, der reumütige Dieb, Dismas. Avery war ein bisschen besessen von ihm. Ich würde Avery nicht gerade für reumütig halten. Aber er hat sich wohl selbst dafür gehalten. Okay. Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen wahrscheinlich gucken, dass wir irgendwie da reinkommen, ne? Tor bewegt sich nicht. Wir müssen oben drüber. Ja, das war das, was ich gerade gesagt habe. Eris in Paradiso. Heißt was? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Tolles Paradies. Ja, ich hab dir immer... Oder... In der Schule damals vielleicht nicht, aber danach wollte ich immer Latein lernen. Ich habe es auch mal angefangen, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer. Bin ich ganz ehrlich. Kommt man denn hier hoch? Da auch nicht. Wenn es nicht so dunkel wäre, könnte man sich hier wenigstens mal umsehen. Schatz, hast du schon einen Eingang gefunden? Also ich nehme an, dass ich oben über die Dinger drüber springen muss. Aber wo fange ich hier an? Wo fange ich an? Wo ist das Niedrigste? Da ist ein Niedriges, aber das hilft mir nicht. Oder? Komme ich da irgendwie? Komme ich noch nicht mal hin? Nee, da kommt er auch nicht hin. Kommt er denn da rangesprungen? Auch nicht. Okay.
Nicht da hoch? Natürlich wieder nicht. Ja, ist ja gut. Was passiert eigentlich, wenn... Wir können da gar nicht gegenlaufen, ne? Aber wenn sie reinkommt, dann ist hier direkt Tobsucht... Ach doch, jetzt können wir dagegen laufen. Ich wollte gerade sagen, da ist hier direkt Tobsuchtanfall und... Da können wir, glaube ich, hoch. Ja, sehr schön. Hinweis nehmen wir gerne an. Springen Sie über die Galgen. Ernsthaft? Darauf wäre ich jetzt nie gekommen. So. Sind Sie nicht. Sei vorsichtig. Aber ich denke, ich muss in die Richtung. Na, hallo, du sollst auf die Seite springen, wo ich hinziele. Genau, nicht einfach in die andere Richtung. Tut mir leid für die Störung. Verzeihung. Okay. Ja, ist doch gut, wir wissen das doch alles. Die Frage ist nur... Das ist aber auch eine selten blöde Einstellung. Wenn ich jetzt da hinspringe, komme ich da hoch? Ah, okay. Da komme ich hoch. Komm hoch. Alles klar? Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher Mist, gelesen. Mist! Was? Was? Nein. Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Und wieso sagt die dann Mist, wenn er noch lebt? Halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Deswegen habe ich mich auch gerade oh nein gesagt. Das mal gut geht. Ups. Frage ist nur, wo müssen wir hin? wenn ich jetzt ins Wasser springe, bringt mir das nicht viel, ne? Kann ich mich hier irgendwo festhangeln? Nein! Scheiße! Aber es ist offenbar nicht so schlimm. Okay. Es war jetzt nicht der Plan, aber es ist offenbar nicht so schlimm. Hat ja gerade was geblinkt hier, ne? Okay. Da können wir hoch, da können wir hoch. Die Frage ist, was bringt uns das? Na, was bist du denn für ein Idiot? Du sollst da rüberlaufen. Dann springen. Mehr sollst du gar... Sag mal. Ist das denn so schwer? Ah, ich muss doch da hoch. Ah, okay. So geht's auch. So. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Vorsicht, Kopf, genau. Bei solchen Sachen waren eigentlich auch schon mal... Ich weiß, ich schon wieder... Kann jemand nicht ausstehen? Ja. Waren auch schon mal Schätze. Oh, noch eine alte Notiz.
6. September 1718, Gründer Condent. Ich weiß, dass auf eurem Befehl hin mein Haus geplündert und niedergebrannt wurde. Euer Bruder streitet eure Beteiligung an diesen Taten ab. Aber ich erkenne eine Lüge, wenn ich sie höre. Jetzt habe ich ein Schwert weniger, weil ich es nicht mehr aus seinem Bauch herausbekomme. Ihr habt bis Sonnenuntergang Zeit, zurückzugeben, was mir gehört. Gründer England. Okay. Da gab es dann wohl Streit unter den Gründern, so wie es aussieht. Da können wir hoch, hier ist nichts mehr. Stöhnen sie jetzt die ganze Zeit so rum oder sind das die Leute? Ist aber schön, was für Blumen hier alles umwachsen. Der Drache. Wir sind in Christopher Condens Haus. Ja, das hätte man jetzt aus der Notiz schon ableiten können. Elena, runter. Ich sehe sie. Ach, ich liebe es. Okay, da scheinen sie nicht zu sein. Ja, jetzt guckt doch nicht direkt in meine Richtung. Obwohl, da hinten. Können wir aber nicht rum, oder? Also macht ihr alles dicht. Wir müssen vorbereitet sein, wenn sie kommen. Besser als die Flusspatrouille. Bitte? Gar nichts. Ist auch besser so. Tut mir leid, dass ich jetzt wieder so leise bin, aber ich kann es nur immer wieder sagen, dass ich extra leise bin. Ach, der ist da, okay. Na, komm. Komm zu mir. Na los. Und zwar bevor oben jemand hinkommt. Na los. Moment mal. Da drüben. Ich glaube, da hat sich was bewegt. Nein. Was ist los? Ich glaube, hier ist alles okay. Genau. So, sehr schön. Frage ist, wie kommen wir hier weiter? Oh, was ist denn jetzt los mit meiner Stimme? Da hinten ist noch einer. Da kommen wir jetzt aber von dieser Seite aus wahrscheinlich weniger rum, ne? Obwohl, ne? Du mich jetzt verarschen? Wie hast du mich denn gesehen, wenn ich geduckt bin? Das war mal eine Schrotflinte, ja. Boah, kann der auch mal darauf zielen, wo ich hinziele? Boah, ey. Oh, Mist. Hallo. Boah, was hab ich jetzt für eine Mistwaffe gekrallt hier? Zeig's ihnen!
ist der Typ. War's das? Also, der Typ jetzt da oben, meine ich? Doch, lauf! Super. Ich sehe nicht. Wo ist der? Ist sie das jetzt die ganze Zeit, die hier schießt? Oh, jetzt ist der einfach weggegangen, der Arsch. Also ich liebe ja Scharfschützengewehre, aber wenn die immer wieder in Deckung gehen, ist das einfach doof. Wo ist der denn? Ey, den kannst du nicht anvisieren. Was soll das? Das ist ja richtig. Was ist das für eine scheiß Waffe? Ja, den kriegst du überhaupt nicht von der Seite. Okay. Ja, sie läuft jetzt hier locker weiter. Also, denke ich mal... Okay, gerade? Ne, das war nur die Pistole. Okay, dann. Wo können wir denn rum? Wo sollen wir denn rum? Vermutlich da, wo sie gerade war, oder? Moment, wie viel Munition hat die? Nee. Die würde ich, wenn dann, nehmen. Ja, hallo. Okay. Da müssen wir rum. Das ist gut, wenn du mir mal sagst, wo wir rum müssen, weil sonst verpenne ich das garantiert. Da können wir nichts mehr machen. Okay. Gehen wir direkt hier hoch. Ja, sehen wir nach. Kommen wir dann rum? Ja, kommen wir. Ich hoffe, ich stürze jetzt hier nicht ab, weil es ist sehr, sehr dunkel. Muss ich da jetzt durchtauchen oder kann ich da irgendwo hoch? Schätzelein, sag an. Sie guckt so hier hin. Und guckt jetzt wieder woanders hin. Sie ist sich nicht sicher. Okay, ich schaue da mal hier unten, ob man hier irgendwo... Und normalerweise denke ich mal, dass wir nicht nach unten kommen würden, wenn wir da nicht weiterkommen, oder? Ich sehe hier nichts und anscheinend ist da ein Fels. Das ist schön. Jetzt sind wir wieder da, wo wir eben waren. Ne? So viel dann zu vielleicht durch diese Höhle. Okay. Also hier kommen... Hallo? Hier kommen wir auch nirgendwo rum. Also, Schätzchen, ich glaube, das mit der Höhle war nicht so eine gute Idee.
Hier sehe ich auch wieder nichts. Wo ist das ätzend, wenn man gar nichts sieht? Kann man nicht einfach da hochspringen? Gut, da sind oben die Dinger, aber... Ich guck mal eben, was hier unten noch war. Also wenn sie schon sagt, vielleicht durch die Höhle, sollte man normalerweise durch die Höhle weiterkommen. Aber da das so überhaupt nicht ging. Also überall kann er sich ran entlanghangeln, aber dann so ein bisschen, da kommt er dann nicht weiter. So, Höhle hat auch keinen zweiten Eingang oder sowas, nee. Hier könnten wir theoretisch klettern, aber auch nur theoretisch. Das ist ja jetzt toll. Aber sie geht auch automatisch da hoch. Ich hätte jetzt gerne einen Hinweis, Leute. Weil ich hier wirklich absolut... Vielleicht gibt es einen Weg unter Wasser. Absolut gar nichts sehe. Ja, da waren wir doch gerade. Da war aber kein Weg unter Wasser. Oder sind wir in die falsche Richtung geschwommen? Moment, war da hinten? Ach, nee. Wir sind nach rechts geschwommen, wo sie jetzt auch hinschwimmt. Ja, Hinweis, genau. Den würde ich gerne doch in der Richtung. Ach so, ich kann tauchen, ne? Okay. Ja, ans Tauchen habe ich nicht gedacht. In dem Fall ist es aber gut, dass ich dann einen Hinweis habe. Aber wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Oder müssen wir hier nochmal tauchen? Da kommen wir her, ne? Können wir jetzt hier endlos lange tauchen? Ich befürchte ja nicht. Moment, kann man hier hoch? Ja. Okay. Ich sehe nur leider nichts. Ah, da oben geht's weiter. Ich hätte es vielleicht doch nicht so dunkel stellen sollen. Ah, okay. Verstehe. So, Schatz, du schaffst doch schon alleine, ne? Mist. Wie viele Leute hast du hergebracht, Nadine? Meinst du, sie haben den Schatz? Hoffentlich nicht. Aber besser für Sam. Okay, wir müssen auf jeden Fall da runter, nehme ich mal an. Kommen wir da durch? Nee. Wäre auch zu einfach. Guten Tag, die Dame. Das ist Adressiert an Richard Ward. Gründer Ward, ich habe euch... Adam Baldridge. Ja, darf ich mal lesen? Danke. Ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Ja, meine Vermutung war anscheinend gar nicht so schlecht, dass es da so einen Kleinkrieg unter den Gründern sozusagen gab. Hallo? Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier... Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja. Mehr Geld, mehr Probleme. Tja. Da kommen wir durch. Dann können wir nicht übers Wasser, nehme ich an. Hier können wir klettern. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Aber es ist zu hoch, auch für eine Räuberleiter. Dann sehen wir uns um.
Dann sehen wir uns um. Was denkst du, was ich hier gerade tue, Mädel? Ach so, die Strömung ist gar nicht so stark anscheinend. Okay. Erfrischend. Wieso kann ich da nicht... Ah, jetzt. Ja. Na komm, zieh dich noch ein bisschen näher ran. Okay. Hey, na bitte. Sollte ich ihr was runter machen, damit sie da hoch kann? Ja, es scheint so. Okay. Hat er nichts von gesagt, aber... Oder brauche ich das da noch? Moment. Nee, da springe ich rüber, ne? Ich schiebe das einfach mal nach unten. Oder auch nicht. Ja. Hallo. Schieb das Ding da runter. Anscheinend ist das gar nicht dafür. Ne? Soll ich das irgendwie da runterschieben oder? Vorsicht da unten. Jetzt will ich aber wissen. Ach, sie will zerquetscht werden. Das ist es. Also keine. Ach so, damit wir da. Ach so, ja klar, wir sind hier. Ich verstehe. Ja, ich habe nicht mal dran gedacht, dass wir das ja auch ziehen können. Wäre das ziehen und in die Richtung. Nee, nur wenn ich stehe, glaube ich, kann ich das reinholen. So, sollte reichen. So. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Aber sie stand irgendwie so komisch da, habe ich jetzt gedacht, ne? Ach dir. Ah, wie süß. Ich soll den Köder für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Ah, wie schön das hier alles aussieht. Ein bisschen seltsam für ein Haus, aber sehr schön. Überall Blümchen. War gar nicht so schlimm. Bist du okay? Ich frage mich ja immer, ob die Waffen das eigentlich aushalten, wenn die ständig im Wasser sind. Ja, nass, müde, angeschlagen. Ein bisschen hungrig. Könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Okay, na los. Gehen wir weiter. Na, ich wollte eigentlich weiter schwimmen, aber gehen können wir auch versuchen. Kommen wir hier irgendwo rein? Oh, Moment. Ah, sehr schön. Okay. Hier sind wir schon mal. Frage ist jetzt nur, wo müssen wir hin? Und die Frage ist, kommen wir ihnen näher oder nicht? Genug hätten sie ja gehabt. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Hm. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass er dann gesagt hat, so, ihr
wollte mich hier abziehen, so nach dem Motto, und hat dann einfach alles geflutet. Aber hier blinkt nichts. Also hier können wir anscheinend nichts holen. Ah, Moment. Na? Wunderschön. Ja, wunderschön, aber man kann mal wieder nichts damit machen. Was ist das? 9. September 1718, Gründer Baldrige. Ich habe erfahren, dass ihr eure Soldaten versammelt, um mich anzugreifen. Als gleichgesinnter Pirat und als Freund vor unserer Zeit in Libertalia biete ich euch inständig, mich anzuhören. Ich weiß nicht, wer die Saat unserer aktuellen Zwietracht gesät hat, aber folgendem bin ich mir sicher. Wird der Bürgerkrieg fortgesetzt, wird alles zusammenbrechen, worauf wir unser Leben lang hingearbeitet haben. Die Geschichte wird sich an uns nicht als Pioniere erinnern, sondern als Narren. Wir müssen diesen Konflikt ein Ende setzen, gemeinsam. Mit vereinten Kräften würden wir über die stärkste Allianz auf der Insel verfügen. Die anderen Gründer werden sich uns entweder anschließen oder unserer Übermacht zum Opfer fallen. Wenn ihr zustimmt, entzündet heute Abend eine Kerze in euren Arbeitszimmer. Das werde ich als Zeichen ansehen, dass ihr zur Besinnung gekommen seid. Falls nicht, denkt daran, dass mir sowohl Wand als auch England nach dem Leben trachteten und gescheitert sind. Gründer Condent. Verdammt, du bist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Ja, hat das noch was? Mit einer gekonnten Rolle rein. So, da können wir raus. Hallo? Sollst du raus? Ich dachte gerade, das sind die Gegner. Kann man hier so von der Seite eventuell... Oder sind wir... Ne, wir sind gar nicht bei denen, ne? Und da ist eine Tür. Können wir hier irgendwas einsammeln? Oh, schöner Wasserfall. Ja, und so schön dekadent, ja, mitten im Flur. Schwimmen? Okay, da könnten wir theoretisch hoch. Hey Nate, da drüben könnte ein Ausgang sein. Da oben sieht man das von dir aus. Warte mal. Ja, da kommt zumindest ein bisschen Licht durch. Ach, geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Ich weiß aber nicht, ob wir da direkt durch können. Also hoch können. Wow, wow. Die Strömung ist stark. Okay, damit hat sich die Frage dann erledigt. Dann müssen wir wieder springen. Frage ist nur, können wir da rein? Müssen wir irgendwo hier hoch? Nein. Nein, da komme ich gar nicht hoch, okay. Okay, dann schauen wir mal. Das wird es wahrscheinlich nicht sein, aber dann schauen wir trotzdem mal hier vorne noch mal kurz. Weil die kennen wir ja mittlerweile schon, ne? Die Kanonen. Ja, aber leider keinen Schatz, schade. Hätte ja sein können. Da ist alles aufgebrochen. Da flackert es irgendwie. Zur Tür sind wir heute noch nie reingekommen. Also das können wir vergessen. Wobei ich mir nicht sicher bin, können wir hier oben eventuell irgendwie hoch? Sieht nicht so aus, ne? Dein Weg aus. Ah, es ist ein bisschen zu hoch. Können wir zu zweit? Ne, können wir nicht. Okay, dann schauen wir mal. Hier kommen wir nirgendwo hoch. Da können wir auch nirgendwo hoch. Rüberspringen ist nicht, wegen der
Strömung, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht von da eventuell. Ah, sehr schön. Okay. Keinen Fehler machen. Natürlich. Au. Kann die blöde Kuh sich da nicht draufstellen, damit ich ein Gegengewicht habe? Ja, das wäre nett, danke. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine. Mhm. Solltest du auch. Komme ich an die Kronleuchter ran? Und wenn ja, bringt mir das was, weil ich denke mal, dass ich da vorne mich wahrscheinlich festhalten muss, oder? Ich gucke vorher nochmal hier. Also ich denke, dass ich da hoch muss. Die Frage ist nur... Etwas Wasser geschluckt. Ja, stell dich nicht so an. Ja genau, hier kann ich rum. Okay, perfekt. So. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Mal schauen. Hey, was war das gerade? Ich schaff das nicht alleine. Okay. Moment, theoretisch. Das sollte gehen. Na komm. Achso, ich muss schieben. Bitte. Okay, gut. Oh, ganz locker kommt sie hier hoch. Komm, dann kannst du mir auch hier vorne mal eben helfen. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Okay. So, bevor wir das machen, schauen wir hier nochmal kurz, ist hier irgendwas? Das sind ja oft immer so Gänge, wo man dann in eine Richtung losstürmt. Nee, hier war das. Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Okay. Da müssen wir durch. Hier ist nichts mehr. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Helena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig. Aber sie kämpfen auch noch gegeneinander.
und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Two, laden Sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Ja, allerdings würde ich sagen, bevor wir das tun, werde ich hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.